Hallo Leute und herzlich willkommen hier zu den ersten Tests im Multiplayer von Emergency 5 mit unserem Bramfeld Dominik. Hallo. Ja, nach langem Hin und Her haben wir es geschafft, den Multiplayer mal zu machen. Wird erledigt. Ohne das Traps abkackt. Verstanden. Genau. Man muss dazu halt wirklich die Boards freischalten. Es geht nicht ohne Boards freischalten. Wir haben jetzt lange rumgetan, man muss einfach die Boards im Router freischalten, dann klappt es. Ich hab da nicht. Oh, jetzt steigt er wieder aus. Ja. Ja. Ed, du musst auch alle einsetzen, die du kriegst, musst du auch machen, ne? Also, ja, ich will kein Wettex. Ich kann nichts dafür, dass du nur 1800 Geld hast. Geht's? So, achso, den muss ich ja so nach Hause schicken. Oh, das wäre so dämlich, ey. Ätzende? Höre. Haku. Ja. Fahr nach Hause. Also, ich würde ja mal so sagen, erstes Fazit zum. Dem Spiel ist. Ist cool, aber manche Sachen hätten sie auch beim so wie beim alten Spiel lassen können. Okay. Ja. Also das heißt, du hast den schon verarztet, den muss ich nochmal verarzten, oder was? Was geht's? Siehst du die Person dann noch? Ja. Ja, musst du noch machen. Ich kann meine Person geschickt. Das ergibt ja keinen Sinn, oder? Was geht's? Doch, das ist ja, das ist bestimmt am Schluss, musstest du eine Zeit einstellen. Ja. Das ist der, ja, und wer am Ende der Zeit am meisten... Zu Befehl. Ja. Achso, am meisten geschafft hat. Ah, okay. Na gut, ja, dann muss ich Feuer auch löschen. Das ist aber unfair, du bist schon da mit deiner Feuerwehrwagen. Hä? Drehleiterfahrzeug, hier hin. In Ordnung. Du kannst, das ist unfair, du kannst ja gucken, was alles weg muss, also was du alles brauchst. Was hast du denn noch für ein Fahrzeug? Irgendein Rüstfahrzeug oder sowas? Tanklösch. Für was ein Tanklösch? Warum? Brauchen wir das auch? Ist da kein Hydrant in der Nähe oder was? Doch, aber Tanklöschfahrzeug kannst du schneller löschen. Okay. Ich schicke einfach alles her, da du auch noch Rüstwagen im Auto mit. Gemacht. Sicher ist sicher. Ja, ich habe ja das Spiel schon weniger gespielt als du. Nein. Mit dem Emergency 4 weiß ich gar nicht mehr, wie das so ganz bin war. Bin bereit. Weißt du, ich das letzte Mal Emergency 4 gespielt habe? Ja, okay. Schon ewig lange her bei mir. Ja, bei mir noch, bestimmt noch länger. Aber ist ja egal. Aber ich find's cool, dass die jetzt... Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Naja, zur Krankenstation in der Basis, macht das ja mal. Genau, hab ich auch gerade gehört. In Ordnung. So, Auftrag erfüllt. Brand löschen. Irgendwie kommen meine Fahrzeuge nicht. Achso, da unten kommen sie. Erwarte Befehle. Wo ist da jemand eingesperrt oder so? Oben. Ich sehe nix. Du Arsch! Oh, jetzt, oh, ne. Oh, jetzt steigen die alle aus. Ja, wissen das? Wo ist denn die Person? Ich sehe keine Person. Musst du mal was an deiner Ansicht machen. Nee, ich sehe echt nichts. Ich sehe hier unten einen liegen. Guck mal meinen Notarzt an, wo der ist. Notruf. Brandausbruch. Ursache unbekannt. Löschen Sie alle Brände und kümmern Sie sich um alle weiteren Schäden. Höre. Wie kann ich da jemanden bergen jetzt in dem Haus? Ja. Müssen die erst aussteigen oder was? Erwarte Befehle. Wird erledigt. Du nochmal kühlen. Brennt dein... das Haus bei dir noch? Nee. Wird erledigt. Hä? Das brennt bei dir nicht? Nee, deswegen wundert mich gerade, was ich da machen soll. Dann Notruf. Gebäudebrand. Ursache unbekannt. Dann schick mal deine löschen Fahrzeuge Sie alle zu Brände. Dem anderen Notruf, der wenn jetzt nötig, noch versorgen ist. Sie alle Opfer der Brände und transportieren Sie beschädigte Fahrzeuge weg. Ab. Ja, wo ist denn der jetzt, der letzte? Wie kommen wir dahin? Der bei uns in der Nähe, der etwas weitere weg. Der ganz links drüben, oder? Ja, genau. Der Ur... was, die Urbahn? In Ordnung. Irgendwie behindert hier, oder was? Keine Ahnung. Die Freundin braucht darüber. Zum Urban. Vielleicht läuft es doch so. Also vielleicht sehen wir trotzdem beide die gleichen Einsätze. Aber doch, aber jeder für sich oder so. Aber trotzdem beide zum Beispiel als ein Team. Wenn ich jetzt sage, okay, ich schicke jetzt ein Tanklöschfahrzeug und du schickst eine Drehleiter oder so. Kann sein, dass... Oh, scheiße, mehr Fahrzeuge brauche ich da mal. Oh. Alter, ich hab da gar keine Orientierung bei dem Spiel. Erwarte Befehle. So, hier hin. Alles klar. Ich brauche noch. Ich würde jetzt. Gebäudebrand. Ursache unbekannt.
Zu Befehl. Es befinden sich noch Personen im brennenden Gebäude. Retten Aha. Sie sie. Du Aha, mal retten. Sie alle Brände. Wenn nötig, mhm. versorgen Sie alle Opfer der Brände und transportieren Sie beschädigte Was Fahrzeuge geht's? Ab. Was brennt denn hier? Hier brennt doch gar nichts. Oh doch. Da kommen die ja da. Aussteigen. Kein Problem. Bin bereit. Driving hier hin. Du musst löschen. Mann, Alter, bist du blöd oder was? Höre. Ah nee, das ist ja... Sofort. Erwarte Befehle. Gleich drei Tanklöscher. Wird gemacht. Ja? Ist ja nicht so, dass wir Alles kein klar. Geld haben. Erwarte Befehle. In Ordnung. Ich weiß, ja? wie gesagt, echt nicht, wie die das abbrechen. Alles klar. Warte, ich schicke meine... Ach, schon wieder ganz woanders beim anderen Kann ich mich mit der Drehleiter auch irgendwie löschen? Ja. Ein Drehleiterfahrt. Bei einem Brandausbruch wurden Personen im Gebäude eingesperrt. Rüsten Sie einen Feuerwehrmann mit einer Axt aus und holen Sie die Opfer da raus. Aber echt, hol die Opfer raus, komm. Irgendwie breitet sich das Feuer aus. Bei mir da minimal. Wird gemacht. Höre. Ed, ein kleiner Tipp, nimm dir eine Motorsäge und fäll hier ein paar Bäume. Ist in Arbeit. Jawohl. Verstanden. Was? Mit der Motorsäge Bäume fällen, okay. Verstanden. Dann hast du so eine Art Schneise, weißt du? Ja. Dann können die nicht mehr weiter. Aber bei mir breitet sich das auch nicht mal aus. Nimm die Motorsäge, komm, komm her. So, hier kann normal eh nichts brennen, da die Stau dann noch. Schneid den weg hier. Ist in Arbeit. Aber ich find's cool, dass die automatisch dann den nächsten Baum zu nehmen. Zum Löschen. Was geht's? Ja, haben die aber früher auch schon gemacht. Echt? Weiß ich gar nicht. Okay. Du hast hier Baumfeld. Du hast hier deine Feuerwehrkräfte vergessen. Bin dabei. Und da wo noch dein Rettungswagen steht, stehen auch noch deine Feuerwehrkräfte. Nein, steht sie eben nicht mehr. Doch? Oder wo ist denn das? Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Da, wo meine Feuerwehrfahrzeuge jetzt wegfahren, wo von dir noch Punkte sind, wo Fahrzeuge noch stehen bei dir. Achso, da, stimmt. ihr geht mal nach Hause. Können die nach Hause gehen? Nee. Nö. Also ich kann sie einfach hier hinschicken. Komm hier hin. Zu Befehl bin dabei. Oh, wo ist meine Drehleiter? Der Brand ist gelöscht, oder was? Ja. Achtung! Wir müssen so schnell wie möglich alle Unfallopfer retten und notärztlich versorgen. Sie könnten sonst an ihren Verletzungen sterben. Erwarte Befehle. Ja, mach doch mal, ha? Wer? Du! Ich bin gerade überfordert, Mann. Ja, frag mich, Alter. Habe ich den Auftrag? Wir haben eine Meldung über eine Person mit schweren gesundheitlichen Problemen erhalten. Stellen Sie Ihren Zustand fest. Anschließend muss sie versorgt und abtransportiert werden. Wir müssen alle Feuerwehrleute hier hinbringen. Kriechen eigentlich alle auf einem Monitor. Höre. Erwarte Befehle. Wie über zwei Monitore? Nee, aber ich meine jetzt alle auf einem Fleck da. Notruf. Ja. Gebäudebrand. Ursache unbekannt. Ja, genau. Löschen Sie alle Brände. Gleichzeitig machen, Wenn nötig, versorgen Sie alle Opfer der Brände und transportieren Sie beschädigte Fahrzeuge. Guck mal, wie das bei mir Kein aussieht. Problem. Ja? Keine Ahnung, wo bist du gerade da unten? Alter. Du musst schauen, dass du auch auf der anderen Seite kühlst und so. Soll ich dir bitte helfen kommen oder was? Das andere Problem ist gerade, ich bin gerade so ein bisschen überfordert, weil mein Bild immer abhaut, ey. Ja, wenn du es mit der Maus und so bewegst, ist voll scheiße irgendwie. So, aber jetzt sind nochmal drei Fahrzeuge gekommen. Wird erledigt, bin bereit. Kann meine Leute einsteigen? Jawohl. Steig hier ein. Du Sau, nimm mal das Haus, das brennt auch schon. So, du fahr nach Hause. Okay. Nein, schick ihn hierher! Nee, den Rettungswagen. Ach so. Ah, hier kommen meine ach so lieben, tollen Leute. Was geht's? Wo können denn die einsteigen? Ich habe keinen Platz in meinem Fahrzeug. Wo soll ich die dann hin noch einsteigen lassen? Das geht dann nicht. Ja, wie soll ich sie dann nach Hause schicken, oder was? Musst du ein anderes Fahrzeug nehmen. Ja, wo habe ich denn ein Fahrzeug? Wo sehe ich denn das für Fahrzeugmühe an? Also alle, die du richtig knallig siehst und nicht so, Aber da unten bei dir habe ich kein Fahrzeug. Und jetzt habe ich Leute über. Na okay, Leute. Geht hier runter.
Nee, da hast du eh schon alles in der Kontrolle da unten. Oder? Was? Ja. Ich brauch hier Hilfe! So, da ist mein Rettungswagen. Hey, das ist ja voll ätzend. Was sollen wir den Leuten da machen? Ja, du kannst hier mal Rettungswagen hinschicken oder so. Weil ich muss hier ja noch mit Feuerwehrleuten rein. Fahrt ihr einfach nach Hause mal. Fahr nach Hause. Was geht's? Und die Leute, die warten einfach hier. Die gehen bis zur Axt. Die gehen zu dir runter, die Leute. So, das war's, Leute. Achso, nee, ihr gehört da rein. Da rein, da rein, da rein. Was geht's? Ich hab nur ein Fahrzeug übersehen. Alter, brennt hier immer noch? Fahrt nach Hause. Wir sind fertig hier. Und ich dachte immer, ich bin gut im Feuerwehrmann. So, brauchst du noch Hilfe hier unten, oder? Ich brauch Rettungswagen. Boden. Auch hier unten. Auf welcher Seite? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wo der reingeht. Ich da wo die drei... Haus, da sind ja auch noch Verletzte. Da wo okay. Die drei... da wo der eine so schief ging. Sofort. Na, ich schicke einfach mal hier hin. Also, da. Rettungstransport. Sonst soll ich einen Hubschrauber schicken. Kannst du Hubschrauber schicken? Ja. Ach so, ich auch. Nee, brauche ich nicht. Ist übertrieben. Ja, ich weiß aber. So, genau. Rettung ist unterwegs. Genau, die Seite ist da. Die Seite ist hier. So, ich gehe gleich mal mit einem Feuerwehrmann rein. Wie viel werden wir brauchen? Ein nur reicht, oder? Ich weiß kein nicht, Problem. Wie viele drinnen sind. Nehmen wir noch einen zweiten Rettungstransporter. Nein, wir nehmen Feuerlöscher. Und Feuerwehrleute kannst du auch noch herschicken. Was brauchst du auch noch? Okay. Ja, wenn ich da reingehe gleich ins Haus, dann ist es kacke. Ja, du hast ja wohl die Fahrzeuge raus und brennt da nicht mehr so viel, oder? Nee, brennt da nicht mehr viel, nur noch das eine Haus. Kann ich reingehen? Was steht denn da bei mir da oben um? Nur ein Fahrzeug. Erwarte Befehle. Wird erledigt. Du sollst nach Hause fahren. Hä? Bin bereit. Alle Brände löschen. Bin dabei. Ja? Person aus dem... Okay. Achso, ja, alles klar. Dann. Was? Warte mal. Du... Lösch da noch mit. Ah, okay, dann ist der Einsatz abgearbeitet. Das heißt, ich war umsonst hier. Ja. Höre. Alles klar. Na super, danke. Okay. Ja, dann nimm doch die nächsten Einsätze in Ordnung. Notruf. Was geht's? Person ist schwer erkrankt und muss versorgt werden. Was geht's? Stellen Sie Ihren Zustand fest und versorgen Sie sie. Wenn mal, nötig, transportieren Sie sie ab. Da kannst du wenigstens deine Einsatzkräfte jetzt hinschicken. Ja, wo ist denn das? Da, wo die Rotkreuzdinger sind. So, ich hab da gar keinen Plan, ab dem Spiel. Da, wo die roten Kreuze sind. Ich sehe keine roten Kreuze. Wo siehst du rote Kreuze? Auf der Map, auf der kleinen Map unten links. Ja. Da sehe ich keine Kreuze. Wo sehe ich da Kreuze? Achso, ja, Trottel. Ich muss ja anzeigen auch alles. Was schon. So ist das. Ah, ich hatte die ausgeblendet. Kann ich da mehrere gleichzeitig markieren? Erwarte Befehle. Ein Opfer ist gestorben. Unser Einsatz ist gescheitert. Gut gemacht. Ein Opfer ist gestorben. Was geht's? Nein, ihr zwei. Ja? Seid da runterfahren. In Ordnung. Doch stirbt gleich eine. So. Verstanden. Kann ich so einfach das Spiel, ey. Es ist voll anstrengend auf Dauer. Ja, voll, weil du... Vor allem kommen wir mit dem ganzen Überblick und so nicht klar, da. Erwarte Befehl. Wird erledigt. Hauptsache die Rettung ist vor ein Arzt da. Bin bereit. Zu Befehl. Aus hier. Vielleicht müssen wir sie abtransportieren. Du bist auch schon da. Ja, sofort. Ja, wird so gemacht. Oh, ja, was? Bin bereit. Och, geht die mal erledigt. Mein Gott, hier brennt's doch? Wo brennt das? Na, verrecken nicht. Oh, fuck! Ad.
muss dann Feuerwehrleute herschicken. Der haut sich einfach hier rein auf den Boden, mitten auf der Straße, bam. Was hast du da? Ich hab nichts getan. Wird erledigt. Achtung, Taschendiebstahl. In Ordnung. Eine Person wurde bestohlen. Der Dieb befindet sich auf der Flucht. Jetzt muss ich sagen, was, eine Person wurde gestohlen? Der Täter versucht, das Einsatzgebiet zu verlassen. Sofort aufhalten. Okay. Hier brennt das irgendwie. Alles klar. Ja, ich schick mal alles hier hin. Jetzt müssen wir da unten noch gucken, was die da macht. Der tut sie wiederbeleben, okay. Ist da jemand abzutransportieren? Nee. Erwarte Befehle. Bin dabei. Bin bereit. Zu Befehl. Alles umsonst, Leute. Ihr könnt alle wieder nach Hause fahren. Bin dabei. Ha, aber nicht hier. Alles umsonst. Rein hier. Wird erledigt. Mach, dass da irgendwas kommt von dir. Nein, hier geblieben. Scheiße. Scheiße. Erwarte Befehle. Hier brennt alles. Erwarte Befehle. Sofort. Aha. Der fährt jetzt ohne Rettungsmann nach Hause, der geht zu Fuß. Na gut, tschüss. So, was ist denn hier oben los? Willst du sie bald wiederbeleben? Achtung, Brandstiftung. Aus einer psychiatrischen Klinik ist ein bekannter Brandstifter entflohen. Er befindet sich nun im Einsatzgebiet und hat bereits ein Gebäude in Brand gesteckt. Das wissen wir jetzt auch. Wird er sich weitere Ziele suchen. Alter, da leckt's voll bei mir jetzt. Bei dem Brand. Transportieren sie ihn ab. Ja, bei mir aber auch. Löschen sie alle Brände. Vor allen Dingen auf der anderen Seite, sieht das noch schlimmer aus. Bin bereit. Was? Wo ist mein Fahrzeug hin? Das ist ja richtig reingefahren. Hallo? Da macht irgendwie nix da. Oh, Alter Schwede, das leckt voll. Leck, leck. Verstanden. Ja? Alter Schwede. Ist anspruchsvoll, das Spiel. Minimal. Ich merke auch schon, mein Computer wird lauter. Was geht's? Aber bei mir reagiert er nicht mehr so schnell da. Alles klar. Ah, ich pack die Leute lieber nicht aus, das leckt zu viel da. Aber das wird nicht die einzigste Baustelle sein, wenn hier der Brandstifter läuft. Ich muss hier gucken. So, hier nimmt die Frau auf. Erwarte Befehle. Kannst einsteigen. Oh. Erwarte Befehle. Oh fuck man, das ist doch kacke hier. Und woher kommt denn das auf einmal, ey? Was? Erwarte Befehle. Mit dem Brennen alle. Ja, vom Brandstifter hast du nicht gehört. Nee, der hat andere Brände gemacht. Rauf da mit der Frau und weg damit. Transportiert sie weg. Zu tschüss. Befehl. Höre. Ich fahr nach Hause. Sofort. Die hätte keiner gebraucht. Ja, komm, komm. Der Transportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Ja, ja, ja. Was ist denn du da für ein Großbrand jetzt? Kack die Wand an. Erwarte Befehl. Bin dabei. Ich hab nichts gemacht. Höre. Zu Befehl. Höre. Ach Gott. Sofort. Was geht's? Alles klar. Kriegen alle von mir Feuerlöscher. Das ist am sinnvollsten. Was mit Feuerlöscher? Zu Befehl. Hauptsache, ich kann die Leute nicht hinschicken hier, zum Löschen. Alle gegen das Feuer! Ist in Arbeit. Der Feuerwehrmann kann keinen freien Hydranten in der Nähe des Ziels finden. Aha. Verkehrsunfall. Fahrzeuge sind zusammengestoßen. Ja. Retten Sie die Fahrer aus den Unfallfahrzeugen, versorgen Sie alle Opfer und schleppen Sie die Unfallfahrzeuge ab. Ja. Darüber hinaus anhand ihrer Aufgabenliste, was sonst noch zu tun ist. Was sonst noch zu tun ist? Es ist nichts zu tun. Gar nichts. Bin bereit. Steig rein. Kein Problem. Was geht's? Wo war denn das jetzt da? Ah, da unten brennt's auch schon. Ach du guck. Verstanden. Das ist der Brandstifter gewesen. Ich fahr mal runter zum Brandstifter. Ja, der ist da sogar noch. Da musst du Polizei hinschicken. Polizei.
Nur Geschrei wegen der Polizei. Da hinten läuft er rum. Schick mal Helikopter, oder? Muss ja einen Mannschaftstransport auch schicken, oder? Nee. Von den Bullen? Ja. Nein. Reicht das normale Fahrzeug. Okay, gut zu wissen. Komm doch, Bullen, komm doch, der Brandstieg, der läuft hier rum. Hallo? Alter, sind ja gleich lahm wie in echt. Ja? Ja, ja. Hallo? Hierhin, hab ich gesagt. Verstanden. Ah, die fahren nicht näher. Erwarte Befehl. Alles brennt hier. Was gibt's? Ja? Achtung, wird erledigt. Der Brandstifter legt immer mehr Brände an Gebäuden okay. Im Einsatzgebiet. Wir müssen ihn so schnell wie möglich festnehmen. Erwarte Befehle. Ist in Arbeit. Okay. Ist in Arbeit. Wird gemacht. Hallo? Alles klar. So, nehme ihn fest. Sofort. Was geht's? Der gehört uns. Brandstifter ist beseitigt. Einer. Ich glaube, da hinten ist noch einer, oder? Achtung, ein Polizist befindet sich in Gefahr. Jo, Entschuldigung. Achtung, ein Polizist befindet sich in Gefahr. Wo ist denn der jetzt? Da. Das wird hier alles abfackeln, ey, glaub mal. Bin bereit. Achtung, ein Polizist wurde verletzt. Was machst du denn da, Mann? Ups. Achtung, ein Polizist wurde verletzt. Ja, jetzt schwitzt kein Wettex, sind ja nur Lumpen. Weitermachen, Leute, weitermachen! Da müssen wir durch! Wird erledigt. Das ist ja nichts Schlimmes. Wo ist denn meine Feuerwehr? Ich habe doch Feuerwehr hier hingestellt. Wo ist denn die? Mami! Ah, da sind sie. Abo! Uff! Ja? Ja, fahr mal hier hin, komm, komm. Gib Gummi. Leck mich am Arsch, hier brennt ja noch mehr. Verstanden. Was geht's? Ed? Ja. Zu Befehl. Lass fackeln. Sowieso. Ja, hier fackelt hier alles, das ist egal. Boah, die Tankstelle fliegt in die Luft, Alter. Mir ist mal wichtig, dass hier meine Einheiten gerettet werden. Kann ich die kühlen auch? Ja. Deine Einheiten? Ach, nee. Sind die abgefackelt? Nee, abgefackelt nicht, aber die sind erstickt. Ja, dann schick doch da nicht den Rettungswagen hin. Da musst du erstmal mit der Feuerwehr die wegziehen. Ja, bin gerade dabei. Ja? Wenn ich hier fertig bin, dann versuche ich zu dir zu kommen. Höre. Okay. Steig mal aus. Höre. Zieh ihn weg da. Ja? Ist in Arbeit. Erwarte Befehle. Hierhin. Er duckt hier mal was oder nix, da wir noch viel rumstehen. Verstanden. Bin dabei. Bin bereit. In Ordnung. Ja, hin damit. Mit der Notarzt Achtung, den versorgen kann. Unser Notarzt befindet sich in Gefahr. Erwarte Befehle. Notarzt, komm hier hin. Notarzt, nicht sterben, nicht sterben. Ist mein Feuerwehrauto abgefackelt hier oder was? Erwarte Befehle. Du sollst ihn mitnehmen, den Idioten. Ach, das ist dein Feuerwehrauto. Okay. Zu Befehl. Und auch dein Feuerwehrmann. Ja, ja, jetzt. Du nicht so. Erwarte Befehle. Du, komm hier hin. Ist in Arbeit. Du hier hin. Sofort. Kann ich den Notsatz auch versorgen? Alter, bei mir leckt das so extrem, ey, da kannst du nicht spielen. Kein Problem. Kein Problem. Sind ja da unten umfliegen wahrscheinlich, der Notarzt. Bin bereit. Du könntest hier mal ein Feuer löschen. Achtung, unser Notarzt wurde verletzt. Bin bereit. Wisst ihr was? Hey, sowas macht mich echt fertig. Höre. Ja, ja. Bo, du kannst vergessen, Alter, das schaffen wir nicht mehr. Sollt ihr mal Feuer löschen gehen und den Flüchtigen lassen wir einfach krepieren hier, fertig. Das kannst du vergessen, Alter, die brennen hier. Ach du Kacke. Wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? Keine Ahnung, wir haben noch. Einsatz fehlgeschlagen. Wir haben noch 23 Sekunden, dann ist vorbei. Der Auftrag.
Und dann hast du gewonnen wahrscheinlich, weil du mehr Punkte hast ums Arschlecken. Weil ich schneller gerafft habe, wie das geht. Ja, du hast auch schon mehr Spielzeit in den. Nein. Aber so schlecht bin ich nicht. 200 Punkte unter dir. 5, 4, 3, 2, 1. Notruf. Person ist schwer erkrankt und muss versorgt werden. Stellen Sie Ihren Zustand fest und versorgen Sie sie. 609. Transportieren Sie sie ab. Wie viel Spielzeit hattest du? Über, ich glaube, 30 Minuten haben wir. Nee, ich meine insgesamt, wie viel Spielzeit du hast. Nicht viel, 40 Minuten, glaube ich. 40? 40. Hast du mehr wie ich? Ja, aber ich habe 90% davon nur getestet mit Multiplayer. Achso. Gut, dann würde ich sagen, war's das für das erste Video mal in Einführung und... Ja. Tschüss, ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Ciao. Boah, bis jetzt...